Ingenieure sind noch Slums. Die Zwillinge Tolga und Fatin. Sie arbeiten an einem Sonderprojekt. Es ist streng geheim, daher kann ich Ihnen nichts Näheres dazu sagen. Aber ich versichere Ihnen, es ist über alle Maßen wichtig. Dann maße ich mir mal nicht an, nachzuhaken. Die Brüder sind brillante Ingenieure, aber leider auch etwas eigen. Deshalb und aufgrund der derzeit herrschenden Bedingungen hinken sie dem Zeitplan hinterher. Mr. Dahl will, dass sie den beiden helfen, das Projekt voranzubringen. Natürlich erwartet sie eine großzügige Belohnung. Mein Job wäre? Tun Sie, was die beiden verlangen. Sie werden sie nur ab und zu benötigen und jeweils auch nur für eine kurze Zeit. Machen Sie sozusagen den Weg frei. Sie werden sich melden, wenn Ihre Hilfe benötigt wird. Ich denke drüber nach. Vergiss die GRE-Pakete. Geh am besten direkt zu Reichs. Jade hat mir gerade erzählt, dass im 18. Stock die Epidemie ausgebrochen ist. Ich muss das bisschen Antizin, das ich habe, schnellstmöglich zum Turm bringen. Hast du das Antizin? Gib es mir. Was ist passiert? Eine Person hatte sich verwandelt und ein paar andere saßen fest. Wir hätten die Wohnung abriegeln können, aber Brecken wollte so viele Leute wie möglich retten. Es war übel. Jemand musste ein Ende machen. Jetzt ist die ganze Etage verloren. Leider auch ein paar Kinder. Du redest besser mit Brecken. Ich bringe Lena diese Medizin. Schön, dich zu sehen. Sei froh, dass du den Mist hier nicht mitbekommen hast. Ach nee, wen haben wir denn da? Ihr dort noch ausrichten könntet. Ja, Raiz kann... diese Art von Aufträgen einfach mehr los. Nein, abgelehnt. Seht zu, dass ihr da wegkommt. Verstanden. Ende. Hey Crane, zurück von der Front? Ja, aber nur vorübergehend. Kennst du einen Christoph? Der Neue. Ist auf einer Aufklärungsmission, aber seine letzte Meldung ist schon eine Weile her. Rahim meinte, er sei in Ordnung. Ich bin mir da nicht so sicher. Ein Wahnsinnsknabe birgt für einen anderen. Brackens Worte. Es könnte natürlich auch sein, dass ganz einfach die Batterien in seinem Funkgerät zu schwach sind und er uns nicht erreichen kann. Wo ist er hin? Zu diesem neu gebauten Hochhaus. Dann schaue ich dort mal nach ihm. Pass auf dich auf. Hier werden die Antizin-Abwürfe angekündigt. Und das hat einfach aufgehört. Da waren Kinder drin! Ich war wie gelähmt. Lena musste eingreifen. Vielleicht sollte sie übernehmen. Zum Teufel, Crane! Ich bin kein Anführer! Ich bin ein verdammter Parkour-Trainer! Also das Freerunning... Das warst du? Bracken, du hast den Leuten geholfen zu überleben. Weißt du, was ich in der Tasche hatte, als ich nach Harran kam? Visitenkarten, verdammt nochmal! Ich hatte gehofft, hier ein paar Schüler zu finden. Vielleicht sogar genug, um mir ein Haus leisten zu können, statt dieser abgeranzten Mietwohnung. Also, ich werde selbst mit Rice reden. Hey, Moment mal. Diese Leute brauchen dich. Gib mir ein bisschen Zeit, okay?
Es muss einen anderen Weg geben, einen besseren Weg. Gut, ich warte. Aber nicht lange. Zeit, dass ich endlich mal was Gutes tue. Rahim! Hey, was machst du hier oben? Hey, Crane! Kann ich dir trauen? Wie viel hast du denn intus, Junge? Kann ich oder nicht? Ja. Was gibt's? Siehst du den Wolkenkratzer? Speer haben dort ein Schattenjägernest entdeckt. Wenn wir das zerstören, könnten wir nachts auf Mission gehen. Also dachte ich, wenn wir Sprengsätze anbringen... Ach Mann, der Plan schon wieder... Crane, das muss sein. Solange es das Nest gibt, werden wir nie genug Antizin auftreiben. Es würde funktionieren. Wir sind ein gutes Team. Scheiße! Lass mich bloß nicht fallen! Oh fuck. Ich sag's ja, wir sind ein gutes Team. Schau, Rahim, wir haben keinen Sprengstoff. Nichts. Allerhöchstens vielleicht sowas wie Spikes Böller. Das Ganze ist unmöglich. Du weißt ja nicht, wie das ist. Ich muss immer zuschauen. Untätig rumhocken, alles mit ansehen und kann nichts tun. Ich will hier nicht sterben, Crane. Nicht so. Nicht hilflos. Wenn ich draufgehe, dann lieber im Einsatz. Was ist das? Ich sollte am Sonntag fliegen. Die Quarantäne ging am Donnerstag los. Hatte schon gepackt. Also gut, ich halte die Augen offen, okay? Wenn ich irgendeine Möglichkeit finde... Was soll's? Hier ist Crane, hören Sie mich. Was wollen Sie, Crane? Ich will, dass Sie wieder Antizin abwerfen. Wenigstens beim Turm. Diese Leute brauchen Hilfe. Sie sind in Harran, um die Datei zu finden, nicht um Mutter Teresa zu spielen. Oder haben Sie sich Rais Vorschlag nochmal überlegt? Vielleicht würde Frau Aldemir ja sogar kooperieren, um ihr Talent auf die Probe zu stellen. Geben Sie uns erstmal Antizin, dann reden wir darüber, was Rais will. Oh, uns also, wie? Nun, wir können Ihre Bitte leider nicht berücksichtigen. Das Verhältnis zum Ministerium ist etwas angespannt. Die Wiederaufnahme der Abwürfe wäre derzeit politisch nicht opportun. Ihr verdammten Arschlöcher schießt echt den Vogel ab. Ihr und eure scheiß Datei. Ich finde die Datei, aber ich sehe sie mir gut an, ehe ich entscheide, was ich damit tun werde. Jade hier. Kannst du mich hören? Laut und deutlich. Was kann ich für dich tun? Wir haben nicht viel Zeit, deshalb ohne Umschweife. Ich brauche deine Hilfe. Rais hat eine verlassene Schule in ein Depot umfunktioniert. Und ich vermute, dass er sein Antizin dort lagert. Wir könnten uns hineinschleichen und all die Medikamente besorgen, die der Turm braucht. Verstehst du? Bin dabei. Großartig. Wir treffen uns in einem der Waggons auf der Brücke nahe der Schule. Ist schon gut. Hey Jade, falls wir kein Antizin finden sollten, müssen du und ich uns unterhalten. Über was? Jetzt steht erstmal ein Überfall auf Rais Lager an. Dann sehen wir weiter.
Jade weiß, wo wir mehr Antizin herbekommen. Ich soll sie in einem der Waggons bei der Schule treffen. Wer ist da? Hier ist Tolga. Und Fatin? Wir arbeiten für Mr. Dahl und haben eine Aufgabe für... Kann mich jemand hören? Christoph hier. Ich brauche Hilfe. Ich höre dich, Christoph. Crane hier. Wo bist du? Vor der Herberge. Ich habe ein paar Überlebende gefunden. Es geht ihnen nicht gut. Christoph, halt durch. Ich bin schon unterwegs. Auf dich. Ja, Beeilung! Wir fallen im Zeitplan zurück!
Crane, du bist doch Kyle Crane, oder? Ja? Irvin Snowberg, Regisseur der Serie Ausgeweidet, das Zombie-Schlachtfest-Spektakel? Ja, ist dir bestimmt ein Begriff. Nein. Die Filme sind sowohl Charakterstudien als auch Sozialkritik. Es geht in ihnen um Typen wie dich, die aus verschiedensten Gründen einen Haufen Zombies erledigen müssen. Aber die Produktionskosten sind ein Problem. Vor allem für das Make-up, du weißt ja. Verfaulte Schädel, abfallende Extremitäten, heraushängende Gedärme. Und packt man dann noch Explosionen drauf? Ha, so eine Effektzünder kosten ein Heidengeld. Und darum bist du in Harran. Eine einzige Tragödie, klar. Aber hey, Horden von Untoten, die ich für Ausgeweidet 4 gefundenes Fressen in die Luft jagen kann und damit Kosten für Spezialeffekte spare? Klar bin ich hier. Jetzt brauche ich nur noch einen Waffennarren, der die Viecher reihenweise abschlachtet. Und da denke ich an dich. Ah!
Soll das ein Witz sein? In einem Bus verschanzt. Die Untoten haben uns umzingelt. Ich sehe euch. Christoph, ich hol euch da raus. Aber du darfst nicht ständig versuchen zu zünden. Du lockst damit nur noch mehr von denen an. Du hast recht. Oh, ich Idiot. Bleib ruhig und lass mich das machen. Ich kümmere mich um die Untoten. Brauchst du Hilfe? Nein, kümmer du dich um die Verwundeten. Verstanden? Ah!
Okay, ich habe eine Sicherheitszone geschaffen. Ich hatte noch nie zuvor solche Angst. Ist das immer so? Meistens, ja. Aber du hast die Fassung behalten und dadurch das Leben der Leute gerettet. Nicht schlecht für den Anfang. Danke. Ohne dich wären wir jedoch alle draufgegangen. Was würde wohl dein Vater dazu sagen? Mein Vater? Oh Mann, hat er dich etwa geschickt? Ich werde nicht mehr für Reis schlechter arbeiten. Ich kann nicht. Und ich gehe nicht zurück. Das habe ich ja auch gar nicht gesagt. Aber das ist doch, was mein Vater will. Er will, dass du sicher bist. Oh ja, für Reis arbeiten. Total sicher. Stimmt. Irgendwann wird sie ihn umbringen. Aber wenn ich ihn dazu bringe, von Reis wegzugehen, hängst du dann deine Parkourschuhe an den Nagel? Du verlangst wirklich viel. Ihr könntet zum Beispiel Waffen für Brecken herstellen. Damit würdest du das Leben deines Vaters retten. Okay. Wenn er sich Brecken anschließt, höre ich als Kurier auf.